Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Dienstag. Ja, wir schauen wie gewohnt auf die Entwicklung jetzt in nächster Zeit und da gibt es ein richtiges Auf und Ab. Ich habe es mal so als April-Achterbahn bezeichnet. Die große extreme Wärme des Wochenendes, die wird heute ausgeräumt. Aber so Richtung nächstem Wochenende, Freitag, Samstag, da zeichnet sich die nächste, ja, schon wieder ganz ordentliche Erwärmung ab. Aber wie sich so zu einer ordentlichen Achterbahnfahrt gehört, gibt es auch jetzt auch wieder runter. Das nämlich dann zum Beginn der nächsten Woche, wo es wohl zu einer markanten Wetterumstellung kommt. Es wird deutlich kühler werden, unbeständiger. Ja, und auch das Thema Schnee könnte zumindest in den Mittelgebirgen nochmal auf die Tagesordnung kommen. Also ihr merkt schon, wir haben wieder viel vor. Entsprechend wollen wir mal direkt loslegen und uns noch ein letztes Mal mit dem Thema Sahara-Staub zumindest vorerst beschäftigen. Denn heute ist noch mal wieder einiges an Sahara-Staub auch in der Atmosphäre unterwegs. Danach sollte das erstmal keine Bedeutung mehr haben. Also hier noch mal ein letztes Foto von Joshua, was er uns aus der Rhön geschickt hat. Wir sehen mal wieder, wie die Sonne halt nur so milchig durchkommt, so ein bisschen eingetrübt die ganze Atmosphäre halt durch den vorhandenen Sahara-Staub ist. Ja, was die Leute momentan in Nordamerika, Kanada, Mexiko, USA beschäftigt, ist eine Sonnenfinsternis, die es jetzt gegeben hat. Und auch wir haben ja eine kleine Dependance, eine kleine Nebenstandort in dem Bundesstaat Maine. Und auch dort konnte man die Sonnenfinsternis toll erkennen, wie wir das hier sehen. Oder auch hier mal, ja, wir haben natürlich auch Wetterstationen dort, auch hier im Hintergrund dieser Wetterstation mal, wie die Sonne halt vom Mond dort verdeckt wurde. Das jetzt dazu. Jetzt wollen wir mal nochmal auf den Luftmassenwechsel schauen, wie heute praktisch die Warmluft verdrängt wird. Da sehen wir hier ganz schön, wie es von Westen her jetzt heute schon deutlich kühler werden wird. Im Osten hält sich erstmal noch die Warmluft. Hier kann es heute, gerade wenn die Sonne da nochmal durchkommt, durchaus nochmal wieder auf über 25 Grad hochgehen. Aber dann von Westen her mit dem Auffrischen des Windes, mit dem Drehen des Windes auf westliche Richtungen wird sich dann deutlich abkühlen. Und wie stark es abkühlen wird, sehen wir auch mal hier bei der Veränderung der Höchsttemperatur von gestern, von Montag zu Dienstag. Da sind natürlich nicht die Höchstwerte, sondern der Temperaturrückgang. Und wir sehen deutliche blaue Färbungen. Gerade im Westen und Südwesten gehen die Temperaturen von teilweise über 10 Grad zurück. Im Osten wird es halt noch mal warm. Da wird es sich dann aber auch Richtung Abend bzw. kommende Nacht dann entsprechend abkühlen und die Kaltfront sich durchsetzen. Ja, wie sieht es generell aus? Dieser Wetterwechsel wird wahrscheinlich relativ unspektakulär vonstatten laufen. Noch gestern hat es ja Gewitter zwar westlich von uns gegeben, in Frankreich einige Superzellen, bei uns ist nicht allzu viel passiert. Jetzt kommende Nacht, und das wird auch heute Abend wahrscheinlich kaum der Fall sein, in der kommenden Nacht breiten sich dann schauerartige Regenfälle auf den Osten und Südosten aus. Alpen regnet es länger bzw. schneit, Schneefallgrenze kommt ziemlich weit runter, auch in Sachsen mal kräftigerer Regen, sonst wahrscheinlich nur zeit- und gebietsweise mal im Osten und Südosten der Regen. Im übrigen Landesteil die Nacht wahrscheinlich erstmal größtenteils trocken. Es lockert gerade im Westen oder im Südwesten auch mal großflächiger auf. Im Nordwesten sind dann zum Morgen einzelne Schauer möglich. Ja, und wir sehen, die Tiefstwerte liegen so zwischen 10 Grad in Berlin und bis zu 2 Grad in einigen Alpentälern, auch relativ kühl generell dann schon im Südwesten des Landes. Ja, und das Thema Schnee wollen wir uns noch mal kurz angucken. Auch im Alpenraum war es ja jetzt am Wochenende rekordwarm mit ja teilweise in den Tälern bis zu 30 Grad. Ja, jetzt gibt es da wieder Schnee. Wahrscheinlich, wir haben gerade schon gesehen, Schneefallgrenze so 1000 Meter. Morgen liegt sie dann so bei 1200 bis 1400 Meter. Und das ist jetzt mal der Schneeniederschlag bis morgen Mittag. Und wir sehen hier vor allen Dingen in der Schweiz, Österreich, aber auch am deutschen Alpenrand in den höheren Lagen können nochmal so 5 bis 20, örtlich auch etwas größere Mengen, dann durchaus nochmal so in Lagen oberhalb 1300 Metern dann zusammenkommen. Das war jetzt das. Jetzt wollen wir uns mit dem Mittwoch beschäftigen. Da ist es erstmal so, an den Alpen nochmal der Regen bzw. in den Hochlagen Schnee. Und wir sehen auch schon hier auch verhältnismäßig kühl mit wahrscheinlich einstelligen Höchstwerten. Das wird aber immer weniger werden. Ansonsten doch ein weitgehend trockener Tag. Nach Nordwesten hin kann es mit so einem Trog, der mal durchschwenkt, mal einzelne Schauer geben. Das sind aber wahrscheinlich höchstens mal lokale schwache Ereignisse. Meist bleibt es trocken, aber es wird halt relativ wolkig sein. Das ist so typisch, wenn so eine kühlere Luft
Luft einfließt mit einem Trog und dann sich ein Hoch ausweitet, dass es dann doch relativ viele Quellwolken gibt, die sich so ein bisschen breit laufen. Das wird auch morgen der Fall sein, gerade nach Osten und Nordosten hin wahrscheinlich eher wenig Sonne. Nach Westen hin ist die Sonne mal häufiger mit dabei. Gerade zum Nachmittag kann es auch mal etwas großflächiger hier auflockern. Ja, und die Temperaturen, das kennen wir ja fast gar nicht mehr. Das sind mal so normale Werte jetzt für die Jahreszeit. Also so 14, 15 Grad. Also nichts mit 20, 25 Grad, wie wir zuletzt hatten. Das hat man schon so fast ein bisschen vergessen, dass das Normale ist. Ja, das war jetzt der Mittwoch. Gehen wir weiter auf den Donnerstag und den Freitag. Und da gibt es so eine gewisse Zweiteilung. Über den Norden ziehen immer mal so einige Tiefausläufer relativ schwach hinweg. Nach Süden hin dominiert der Hochdruckeinfluss. Das heißt, wir sehen, am Donnerstag ist es so, dass von Nordwesten her ein Tiefausläufer reinkommt mit dichten Wolken. Er kann mal gebietsweise etwas Regen bringen, keine großen Mengen, aber in Verbindung mit diesem Frontensystem auch dichte Wolken, die sich bis zum Nachmittag so auf eine Linie Saarland, Leipzig, Berlin ausweiten. Davor der Sonnenschein, das gilt dann vor allen Dingen natürlich für den Süden des Landes, wo es dann schon wieder Richtung 20 Grad geht. Im Norden das Ganze insgesamt etwas gedämpfter. Ja, am Freitag kommt dann die nächste Warmfront an, die zieht über die Nordhälfte des Landes hinweg, wieder hier die dichten Wolken, ab und zu mal etwas Regen, das werden keine großen Mengen sein, mal abgesehen so vom Nordseeumfeld Schleswig-Holstein, wo es auch mal etwas stärker regnen kann, sonst auch häufig wahrscheinlich trocken, aber mal so ein bisschen Getröpfel, ein bisschen Geniesel ist halt mal möglich. Umso weiter wir Richtung Süden kommen, also vor allen Dingen so südlich der Donau, da wird es wohl richtig sonnig aufgeheitert werden, sonst auch schon mal so südliche Mitte, wo schon mal so ein paar mehr Schichtwolken als noch am Donnerstag unterwegs sein werden. Ja, und wir sehen da, wo die Sonne scheint im Süden, da geht es sogar noch etwas höher, da könnten wir schon so Richtung 22, 23 Grad kommen, aber auch im Norden mit der Warmfront ist da schon eine relativ milde, warme Luftmasse. Das heißt auch so Richtung Landesmitte teilweise schon wieder Temperaturen bis zu 20 Grad. Ganz im Norden bleibt es ein bisschen kühler. Dann wollen wir auf das Wochenende schauen. Blick noch mal kurz auf die Wetterlage schon zum Sonntag. Also erstmal dominiert noch Hochdruckeinfluss, vor allen Dingen in den südlichen Landesteilen. Und zum Sonntag läuft dann allerdings schon eine erste Kaltfront in dieses Hoch hinein. Sie wird wahrscheinlich eher wenig wetteraktiv sein, weil sie halt in dieses Hoch hineinläuft. Das Ganze eher noch so ein bisschen antizyklonal geprägt ist. Aber sie wird schon einen deutlichen Temperaturrückgang bringen. Und sie leitet dann entsprechend auch die Wetterumstellung ein, die uns dann nächste Woche beschäftigen wird. So, schauen wir auf einen Trend von Samstag bis Montag. Und der Samstag, das wird dann wohl der wärmste Tag werden. Es wird auch wieder ein recht freundlicher Tag sein. Nach Norden hin ist man wieder so ein bisschen auf der Seite, wo mehr Wolken unterwegs sind. Hier könnte es nachmittags, abends, gerade Richtung Nordsee, vielleicht auch schon mal so ersten Regen geben. Wie gesagt, im Norden nicht ganz so hoch, aber auch für die Jahreszeit recht mild. Ja, ansonsten haben wir schon was wieder Frühsommertemperaturen. Ich war noch so ein bisschen zurückhaltend. Da könnte sogar sein, dass wir auch in der Landesmitte vielleicht die 25 Grad Marke knacken. Nach Südwesten am Oberrhein, vielleicht auch Richtung Bayern, südliches Bayern, sollte das aber wahrscheinlich sogar klappen. Je nachdem, wie viel Sonne dabei ist. Aber es wird wohl gerade nach Süden hin recht verbreitet sonnig sein. Nach Norden hin die Wolken halt zahlreicher. Sonntag, wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass es dann in der Nacht zum Sonntag, vielleicht auch am Sonntag selber, mal irgendwo ein paar Tropfen Regen gibt. Es wird aber momentan angedeutet, dass es doch eher häufig trocken, aber dann schon wolkenreicher insgesamt ist und auch schon kühler dann. Wir sehen von Norden her die Abkühlung, wahrscheinlich dann nur noch so südliches Bayern, südliches Baden-Württemberg, dass wir hier nochmal so über 20 Grad erreichen. Hier hängt es natürlich auch so ein bisschen von der Sonne ab. Das lässt sich momentan noch nicht vorhersagen, wie viel Sonne dann entsprechend mit dabei ist. In der Nacht zum Montag oder Sonntagabend vielleicht dann auch schon mal erste Schauer oder sogar Gewitter dann im Süden werden von den Modellen angedeutet. Montag sehen wir dann ist es vorbei mit dem ruhigen Wetter. Es wird deutlich unbeständiger werden. Es gibt schauerartige Regenfälle, nach Westen hin vielleicht sogar einzelne Gewitter, vielleicht auch mit Graupel. Wind könnte auch durchaus deutlich auffrischen und wir sehen schon der Temperaturrückgang. Es ist noch nicht die große Kühle, die dann vielleicht in den nächsten Tagen noch kommt, aber der Rückgang ist schon zu verzeichnen. Ja, dann wollen wir mal die nächste Woche schauen. Schauen wir zunächst mal auf den Montag. Da sehen wir dann diesen Trog, der sich von Westen her annähert. Er liegt erstmal noch so ein bisschen westlich von uns. Das heißt, die kühle Luft oder kältere Luftmasse, die liegt erstmal noch so über den britischen Inseln, über dem Nordatlantik, noch so die Vorderseite, gerade noch mit einem Reste wärmerer Luft, gerade in Richtung Süden oder Südosten. Aber dann zum Mittwoch, da greift der Trog dann richtig durch, der schwenkt über uns hinweg, gräbt sich dann wahrscheinlich so Richtung Südosteuropa richtig ein und damit strömt kalt
kalte Luft aus dem nordatlantischen Raum, polaren Ursprungs, dann weit Richtung Süden, also auch zentrales Mittelmeer, Südosteuropa, recht unbeständig. Und das heißt auch für uns unbeständiges, wechselhaftes Wetter. Wie kalt, wie kühl es wird, muss man nochmal abwarten. Aber wenn wir hier mal auf eine erste Vorhersage mal aus dem ECMWF von heute schauen, da sehen wir schon, das ist jetzt mal die Temperaturprognose für den nächsten Mittwoch, also nächste Woche Mittwoch. Und das sieht schon eher so nach einstelligen Höchstwerten aus. Der reine Modelloutput ist natürlich oftmals ein bisschen zu kühl, aber so viel mehr als 10 Grad sollten da wahrscheinlich nicht drin sein. Hängt natürlich auch von der Niederschlagsintensität ab. Ist da Sonne mit dabei? Das lässt sich noch nicht vorhersagen. Aber es deutet sich halt eine deutlich unbeständige und kühlere Wetterlage an. Und auf der rechten Seite sehen wir, das ist der Schneeniederschlag dann bis nächste Woche Mittwoch. Wir haben gesehen, bei den Temperaturen bis Sonntag, Montag passiert da sowieso erstmal nichts. Aber so Richtung Montag, ja, Dienstag, Mittwoch, da könnte es dann in den mittleren und höheren Lagen der Berge, der Mittelgebirge durchaus auch mal wieder Schnee geben, Schneeschauer möglich. Ob da dann in der Jahreszeit was liegen bleibt, das ist eine andere Geschichte, aber es zeichnet sich halt eine deutliche Wetterumstellung dann zur nächsten Woche ab. Später gibt es wahrscheinlich nochmal ein Update zum Langfristtrend vom ECMWF, der neu erschienen ist. Da gucken wir später dann mal drauf. Das war es erstmal von mir. Bis später oder so. Macht's gut. Ciao.